Ja, hallo und herzlich willkommen. Guten Tag alle zusammen. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserer Veranstaltung Lagebild Antifeminismus, eine erste Bilanz begrüßen. Ich bin Henning von Bargen, Pronomen er, ihm, und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Besonders begrüßen möchte ich das Team aus der Amadeo-Antonio-Stiftung, Hanna Ans Hartmann und Judith Rahner. Hanna und Ans Hartmann arbeiten in der Amadeo-Antonio-Stiftung zum Thema Antifeminismus und in der Meldestelle Antifeminismus. Judith Rahner ist die Leiterin der Fachstelle Gender, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Veranstaltung heute ist Teil des Verbundprojekts Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, welches vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben gefördert wird. Worum geht es heute? Kaum ein anderes gesellschaftspolitisches Feld wird derart massiv, aber auch gleichzeitig unbemerkt angegriffen wie die Gleichstellungs-, Geschlechter- und Familienpolitik. Vielleicht gar nicht mehr so unbemerkt, seit es Gender als Kulturkampfthema gibt. Antifeminismus ist eine Weltanschauung sowie eine zumeist organisierte Form von Gegenwehr und äußert sich in Einstellungen, in Verhaltensweisen, die gegen die Umsetzung von Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit gerichtet sind. Antifeminismus beschreibt also die Ablehnung oder teilweise organisierte Opposition gegen Frauenrechte und Gleichberechtigung aller Geschlechter. Wahrscheinlich erzähle ich Ihnen damit nichts Neues, denn Sie interessieren sich ja dafür, für die Lage, in der wir uns heute befinden. Denn Antifeminismus richtet sich ja in Wort und Tat gegen Frauen und LGBTIQA+-Menschen, die nicht in das Weltbild antifeministischer Strömungen passen und sich für ein progressives Geschlechterverhältnis einsetzen. Sie werden angegriffen und sind regelmäßig mit sexistischen, frauenfeindlichen und queerfeindlichen Botschaften und Übergriffen konfrontiert. Antifeministische Vorfälle beziehen sich häufig auf ein konkretes Ereignis und lassen dabei oft ein organisiertes Vorgehen, wie ich gerade schon sagte, beziehungsweise eine dahinterliegende Strategie, politische Strategie erkennen. Bislang gab es aber keine bundesweite systematische Erfassung antifeministischer Vorfälle und der Auswirkung auf Betroffene. Die im letzten Jahr, im Februar eröffnete Meldestelle Antifeminismus versucht, Licht in dieses Dunkelfeld zu bringen. Und es werden Erfahrungen von denjenigen in den Blick genommen, die von antifeministischen Angriffen betroffen sind und nicht zuletzt um Antifeminismus in seiner Relevanz für antidemokratische und menschenfeindliche Bestrebungen mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und ihnen entsprechend entgegenzutreten. Im März ist, also diesen Jahres, ist erstmals das Lagebild Antifeminismus erschienen. Es stellt Analysen und Zahlen der Meldestelle Antifeminismus vor und berichtet über das Ausmaß und die Qualität menschenfeindlicher Angriffe gegen Frauen und queere Personen, gegen Organisationen, PolitikerInnen sowie feministisch Engagierte. In einer umfassenden Analyse zeigt es, wie sich Antifeminismus von frauenfeindlichen Meinungsäußerungen und auch von Sexismus unterscheidet und beleuchtet die dahinterliegenden Strategien, vielfältigen Erscheinungsformen und Auswirkungen. Das Team der Meldestelle Antifeminismus stellt heute seine Vorgehensweise und die wichtigsten Ergebnisse des Lagebildes vor und wird seine Erfahrungen im Umgang mit antifeministischen Vorfällen teilen. Daher haben Sie im Anschluss an den circa 30-minütigen Vortrag im Rahmen des sich anschließenden Gespräches die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Statements abzugeben. Dafür nutzen Sie bitte das Fragen- und Antworten-Tool, was es unten im Menü, gibt. Zum anderen, wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Handheben-Funktion, auch im Menü, ich glaube Reaktionen. Und wir holen Sie dann mit Bild und Ton gegebenenfalls auf die Bühne.
Sollten Sie technische Probleme oder Hinweise an uns haben, dann können Sie dazu den Chat nutzen, nicht das Fragen- und Antwort-Tool, sondern den Chat und unseren technischen Support auch direkt kontaktieren. Wir möchten darauf hinweisen und auch darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen oder auch im Chat bzw. im Fragen- und Antwort-Tool respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Netiquette einhalten. Ganz wichtig, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt. Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme haben Sie sich bereit erklärt, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. Es ist nicht gestattet, während der Veranstaltung Video-, Ton- oder Bildaufnahmen anzufertigen auf Ihrer Seite. Es besteht darüber hinaus dann die Möglichkeit, diese Veranstaltung auch mit Untertiteln zu verfolgen. Dazu können Sie die Funktion Untertitel anzeigen im Menü unten nutzen. Und die Veranstaltung wird simultan in deutsche Gebärdensprache gedolmetscht. Noch ein kleiner Hinweis zum Abschluss. Momentan werden die Angebote des Gunda-Werner-Instituts im Rahmen dieses Verbundprojektes Antifeminismus begegnen und Demokratie stärken durch das unabhängige Forschungsinstitut Camino evaluiert. Und Camino hat die wissenschaftliche Begleitung des Verbundprojekts übernommen. Und sehr gerne möchte Camino und wir natürlich auch in Erfahrung bringen, wie Sie die Veranstaltung heute erlebt haben. Und daher bitten wir Sie darum, einen Fragebogen auszufüllen und erlauben uns im Nachgang zu der Veranstaltung per E-Mail um die Beantwortung der anonymen Umfrage und werden Sie darum bitten. Das nur schon mal, damit Sie es schon gehört haben und sich nicht wundern. Das Ziel der Befragung ist es, Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Bildungsangebote im Rahmen dieses Projektes sowie für die Einschätzung von Handlungsbedarfen zur Prävention und Bekämpfung von Antifeminismus zu gewinnen. Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Teilnahme an der Befragung. Bevor ich nun an das Team der Meldestelle für den Vortrag übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei der Organisation dieser Veranstaltung unterstützt haben. Das sind Jason Pofall von der Technik, Anna von Tschammer vom Tagungsbüro und meine Kolleginnen im Gunda-Werner-Institut, namentlich Tini Leonhardt und Sandra Ho, die heute auch das Fragen- und Antwort-Tool und den Chat betreuen. Ohne all diese KollegInnen würden wir Veranstaltungen wie diese nicht realisieren können und daher an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. So, nun so viel der Vorrede. Ich übergebe jetzt an Judith Rahner und Ans Hartmann und bitte Sie auf die Bühne. Vielen Dank, Henning. Ich habe gerade vor der Veranstaltung einen großen Fehler gemacht, mir die Kommentarspalten zum Selbstbestimmungsgesetz anzugucken, was ja letzte Woche beschlossen wurde. Und heute ist hat eine Expertenkommission empfohlen, Abtreibung zu entkriminalisieren. Und ich habe mir dann die Kommentarspalten dazu angeguckt in verschiedenen Zeitungsartikeln, aber natürlich auch online auf X und sonst wo. Und wenn Sie da mal einen Blick reinwagen, dann kriegen Sie eine ungefähre Vorstellung, wie groß das Thema Antifeminismus eben auch mit tagesaktuellen Debatten verknüpft ist und wie teilweise wirklich auch ja, bedrohlich Debatten zu diesen Themen auch öffentlich geführt werden. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin. Ich freue mich total, dass es so großes Interesse an unserem ersten Lagebild Antifeminismus gibt. Und ehrlich gesagt wird für uns in der Fachstelle Gender, GmF und Rechtsextremismus der Amadeo-Antonio-Stiftung auch ein bisschen ein Traum wahr, weil wir lange darum gerungen haben, überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, mal systematisch aufzubereiten, wie eigentlich Antifeminismus in diesem Land sich darstellt. Ja, bisher hatten wir ja, und das machen wir jetzt auch mittlerweile seit über 10 Jahren, haben wir immer viel Beratungsarbeit gehabt von Gleichstellungsbeauftragten, Frauenrechtlerinnen, Journalistinnen, Kommunalpolitikerinnen, die alle irgendwie was mit Antifeminismus zu tun hatten, weil sie eben einen Übergriff erlebt haben, Bedrohung erlebt haben, dumme Sprüche erlebt haben und sonst was. Aber das mal zusammenzubinden und einen Überblick darüber zu geben, was Antifeminismus eigentlich ist, wen das betrifft,
Und warum das so ist und welche Strategien antifeministische Akteure da auch fahren, das war ein langer Weg. Und ich bin sehr froh, dass wir heute mit der ersten öffentlichen Veranstaltung dazu Ihnen dazu einen Einblick geben können zu der systematischen Aufbereitung des Datenmaterials. Dass wir überhaupt so weit gekommen sind, wir zeigen euch ja gleich auch nochmal die Zahlen. Es war ein unglaublicher Kraftakt, weil ihr ja auch wisst, dass wir zu diesem Start der Meldestelle einen riesengroßen Shitstorm bekommen hatten, der auch in sich auch schon bedroht genug war. Und als Amadeo-Antonio-Stiftung kennen wir uns mit Shitstorm ja ganz gut aus, aber wir können auch nochmal im Nachgang darüber reden, was eigentlich der Unterschied ist, wenn man zu Antifeminismus so einen Shitstorm erhält und aus welchen Ecken der kommt und dass der auch schon Teil dieses Kulturkampfes ist, weswegen wir diese Arbeit eben auch machen. Von daher war alles, all das, was dann nach Veröffentlichung passiert ist, auch ein bisschen eine Bestätigung für das, warum wir eigentlich den Job tun. Und uns antifeministische Vorfälle angucken, damit ihr das vielleicht nicht tun müsst. Genau, ich würde an Hans Hartmann übergeben, Projektleitung und Leitung des Antifeminismus melden. Und dann komme ich später nochmal zu Wort. Vielen Dank fürs Erste. Ja, auch von mir hallo. Vielen Dank für die Einführung, Begrüßung, Vorstellung. Ich springe einfach mal direkt rein. Suche es zumindest. Genau. Wir wollen uns ja heute auf die Ergebnisse unseres Lagebildes und des ersten Jahres der Meldestelle konzentrieren. Ich habe trotzdem zu Beginn einfach nochmal eine Folie mitgebracht, um auch nochmal sichtbar zu machen, in welchem Arbeitsrahmen und Projektkontext quasi die Meldestelle Antifeminismus arbeitet und in welchem Rahmen dann letztendlich auch unser erstes zivilgesellschaftliches Lagebild als Ergebnispräsentation entstanden ist. Wir verstehen uns in der Meldestelle oder auch in der Fachstelle als Anlaufstelle und Unterstützungsnetzwerk für betroffene Menschen, also Menschen, die von antifeministischen Bedrohungen, antifeministischen Angriffen betroffen sind, aber auch Verbände, Institutionen, Organisationen. Ein Teil von der konkreten Arbeit innerhalb der Meldestelle ist das Anbieten von fachadäquater Verweisberatung und Unterstützung von Betroffenen. Das kann zum Beispiel passieren, indem Meldungen hinterlegt sind mit einem weiterführenden Beratungs- und Unterstützungswunsch. Alles das, was wir erarbeiten und analysieren, im Rahmen der Meldestelle wollen wir natürlich auch an politischen und fachlichen Diskussionen und Sensibilisierungsarbeit zuführen. Das passiert dann zum Beispiel in Berichten, Fachbeiträgen. Wir haben zeitgleich mit dem Lagebild auf unserer Webseite der Meldestelle eine Chronik mit einer ersten Auswahl von antifeministischen Vorfällen veröffentlicht. Die Arbeit oder das Wissen, was wir erlangen über Meldungen, die uns erreichen und Analysen, die wir anhand der Daten vornehmen, ergänzen wir mit Recherchearbeit, Recherchewissen, was natürlich auch auf der jahrelangen Expertise der Amadeo-Antonio-Stiftung zum Thema Antifeminismus vorliegt und Monitoring. Heute soll es aber vorrangig um eine kurze Ergebnisdarstellung gehen. Wir haben ja auch noch Zeit zum Austausch. Das heißt, wir haben uns jetzt wirklich auf eine Darstellung der Hauptergebnisse und sozusagen Analysekategorien fokussiert. Einsteigen möchte ich aber damit nochmal hervorzuheben, dass wir sehr froh sind, dass es uns gelungen ist, Professorin Doktorin Beate Rudolf für ein sehr schönes Geleitwort zu gewinnen. Sie ist Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte und macht sehr prägnant zu Beginn des Lagebilds nochmal deutlich, dass antifeministische Angriffe ein Problem für einzelne Betroffene sind, aber sehr wohl auch Einfluss und negativen Impact auf das gesellschaftliche Klima, gesellschaftliche Debatten haben und somit auch ein Problem in der Demokratiearbeit oder eine antidemokratische Gefährdung sind. Wir haben in umfangreichen Kapiteln verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Ich will das hier kurz einfach nochmal sichtbar machen, was alles Teil des Lagebildes ist, weil wir jetzt nicht auf alles spezifisch eingehen können. Wir versuchen im ersten Kapitel eine theoretische Hinführung und nochmal auch so ein bisschen eine fachliche Diskussion zum Begriff und der Fachdebatte zum Konzept Antifeminismus.
Im Kapitel 2 wird nochmal die Arbeitsweise und die konzeptuelle Grundlage unserer Arbeit dargestellt. Es geht auch nochmal über die Informationen, die wir sowieso schon auf unserer Webseite zur Verfügung stellen, hinaus. Und wir haben dabei natürlich auch im Hinterkopf die Vorwürfe und Narrative aus den Angriffen auf unsere Arbeit nach Veröffentlichung der Meldestelle gehabt. Das heißt, da wird sich auch noch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass es nicht ausreicht, dass einfach eine Meinung zu geschlechtergerechter Sprache zum Beispiel gemeldet wird, um als antifeministischer Vorfall bei uns dokumentiert zu werden oder in einer Chronik aufzutauchen. Und so Aspekte da zum Datenschutz werden da auch noch mal diskutiert. Das waren ja zwei große Themen in der letztendlich Desinformationskampagne zu unserer Arbeit. Im Kapitel 3, das ist quasi das Kernstück, da geht es wirklich um die Analysen und die Daten. Da steigen wir ein mit einem quantitativen Teil, wo wirklich erstmal so deskriptiv dargestellt wird, was können wir sagen anhand der Meldungen und Einordnungen, die wir vorgenommen haben. Wir setzen uns auch an kurzer Stelle mit den Inhalten des Shitstorms gegen uns auseinander. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Wir gehen auch auf Meldekategorien ein, die wir nicht per se als antifeministisch klassifiziert haben, wo aber durchaus auch relevante Betroffenenerfahrungen und auch Bedarfe sichtbar werden. Und dann gibt es einen großen inhaltlichen Analyseteil, wo sich auch nochmal auf einer qualitativeren Ebene und mit bestimmten Dimensionen, die dazu bewiesen werden, auseinandergesetzt wird. Ergänzt wird das Ganze mit Recherche- und Monitoringberichten, die KollegInnen von uns aus der Amadeus-Thune-Stiftung dankenswerterweise beigesteuert haben. Genau, wir fallen gleich mal mit der großen Folie zu den großen Zahlen ins Haus. Wie gesagt, würden wir uns jetzt einfach auf eine kurze Ergebnisdarstellung konzentrieren und dann gerne auch nochmal in den Austausch gehen und auf Fragen eingehen. Wir haben für das Lagebild und die Analysen den kompletten sozusagen Datensatz für das Jahr 2023 als Grundlage genommen. Das sind Daten seit Start der Meldestelle im Februar bis Ende Dezember 2023 und haben sozusagen mit über 5000 Meldungen für diesen Zeitraum gearbeitet, die wir zunächst erstmal quasi verifizieren und validieren mussten, um zu sehen, was sind denn tatsächliche Meldungen von Betroffenen oder wo sind denn tatsächlich verifizierbare Betroffenenerfahrungen zugrunde gelegt, da ein großer Teil der eingehenden Meldungen tatsächlich Meldungen waren, die wir kurz als Falschmeldungen oder auch missbräuchliche Nutzung kategorisieren mussten. Wir haben für das Jahr 2023 also über 800 als valide eingestufte betroffenen Meldungen verzeichnet und dokumentiert, die wir dann weiter analysiert haben. Und davon konnten wir 372 als antifeministisch kategorisieren. Die anderen der validen betroffenen Meldungen bewegen sich in einem breiten Spektrum von Meldungen, Berichten oder Vorfällen, die sich im Bereich geschlechtsspezifische Gewalt, also alle bekannten Formen von Partnerschaftsgewalt, sexualisierte Gewalt, Belästigung und so weiter bewegen. Und in dem anderen Bereich, den wir als Sexismus, Diskriminierung und andere Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bezeichnet haben. Für die vertiefenden Analysen haben wir uns dann auf die als antifeministisch kategorisierten Vorfälle konzentriert und haben im Lagebild auch nochmal genau erläutert, welche Kriterien für die Analyse und Einordnung zugrunde gelegt wurden. Was vielleicht auch noch für die Einordnung relevant ist zu wissen, die Zählweise bezieht sich tatsächlich als auf Vorfall pro Meldung. Das heißt, es ist jetzt keine strafbestandsorientierte Auswertung,
Eine Meldung oder ein Vorfall kann sich dabei wirklich auf ein singuläres Ereignis erziehen. Wir haben aber auch sehr viele Vorfälle, die wir dokumentiert haben, wo es sich wirklich um teilweise jahrelange Dynamiken handelt, wo teilweise ein Vorfall zum Beispiel auch bedeuten kann, dass über Tage hinweg massenhafte Angriffe im digitalen Raum vonstatten gegangen sind, die natürlich, wenn man es anhand von Straftatbeständen oder anderen Ebenen quasi zählen würde, natürlich noch zu einer viel größeren Anzahl führen würde. Aber wir sind quasi in dieser Logik geblieben von denen, wie sich quasi Betroffene an uns wenden und wie Vorfälle uns innerhalb von einer Meldung geschildert werden. Weil es heute nicht mehr so groß eine Rolle in den Folien spielt, noch ganz kurz, die missbräuchlichen oder Falschmeldungen sind nochmal unterschieden inhaltlich nach Meldungen oder Inhalten, die wir zum einen als Angriffe auf die Amalia-Antonen-Stiftung oder auch die Meldestelle gezählt haben. Das heißt, es sind Inhalte, wo wirklich konkrete Bedrohungen oder Aussagen zur Stiftung vorkamen, bis hin zu Morddrohungen gegen einzelne MitarbeiterInnen. Da sind auch viele in der medialen Diskussion stattgefundenen Narrative von Denunziationen oder auch, genau, ich muss es gerade gar nicht so reproduzieren. Der andere Teil von den über 3000 Falschmeldungen spiegelt auch massiv diskriminierende und gewaltvolle Inhalte letztendlich wider. Also da ist auch alles dabei von rassistischen, antisemitischen Verschwörungsnarrativen, Aussagen, bis hin zu auch Gewaltbeschreibungen und genau, anderen Inhalten. Also letztendlich lässt sich da auch allein daran ließe sich antifeministische Muster sehr gut analysieren. Genau. Versuche mich nicht zu verzetteln, wir haben ja nicht so viel Zeit für den Input. Was wir gemacht haben, wir haben diverse Grafiken und Diagramme auch so ein bisschen Visualisierung mit aufgenommen. Wenn man sich den Verlauf der Meldungen und deren Anzahl anguckt, sieht man sehr eindrücklich auch, welchen Einfluss der Shitstorm oder die Angriffe auf uns zum Start der Meldestelle gehabt haben. Zum einen selbstverständlich auf die Anzahl der Falschmeldungen, der Hassnachrichten, die uns über das Formular erreicht haben, aber die Reichweite, die wir dadurch erlangt haben und die Bekanntheit unseres Angebots hat uns auch dazu verholfen, auch eine große Reichweite bei NutzerInnen der Meldestelle zu erlangen und verschiedene betroffenen Gruppen zu erreichen. Das heißt, wir sehen sehr deutlich zu Beginn große Nutzungszahlen, aber auch große Zahlen von Hassnachrichten. Dazu kurz noch der Hinweis, die Sachen, die automatisiert als Spam oder Hassnachrichten bei uns eingegangen sind, sind gar nicht gezählt worden. Das haben wir aussortiert, um die Daten nicht ga ganz so aufzublähen. Aber das, genau, das waren auch noch mal einige bis Zehntausende, die über technische Angriffe sozusagen bei uns reingekommen sind. Im Verlauf des Jahres sieht man dann, dass natürlich mit dem Sinken der öffentlichen oder medialen Aufmerksamkeit auch die Nutzung sinkt. Das sieht jetzt so ein bisschen dramatisch aus, weil die ersten Monate so arg genutzt wurden. Das ist aber für neu eingerichtete Melde- oder Dokumentationsstellen jetzt nichts Besonderes, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber das ist relativ normal für den Verlauf und wir sind sehr zufrieden mit der Nutzung insgesamt. Also wir haben auch von der Qualität her der Meldungen, auch wenn sie von der Quantität abgenommen haben, auch gesehen, dass da auch schon ein Sensibilisierungseffekt sozusagen bei den Nutzenden zum Thema Antifeminismus und dem, was da quasi als relevanter Vorfall gemeldet werden kann, eingetreten ist. Genau. Ist okay für den Teil. Uns ist es möglich, durch die Art und Weise, wie wir quasi Daten abfragen in diesem Meldeformular,
auch zu analysieren, in welchem Bundesland die übermittelten Vorfälle stattgefunden haben. Das ist jetzt, man sieht es für das Jahr 2023 in den größeren Bundesländern auch mehr Vorfälle dokumentiert wurden. Das ist jetzt letztendlich aber, das ist jetzt keine Aussage über tatsächliche Verteilungen zu oder so. Es ist zu vermuten, dass es vor allem eher ein Hinweis darauf ist, wo unser Angebot schon bekannt ist, wo vielleicht auch schon andere lokale Stellen und Projekte zum Thema Antifeminismus arbeiten oder länger arbeiten und auch schon da deswegen quasi Antifeminismus als Thema oder Problembereich bekannter ist und deswegen auch eher da schon auf die Meldestelle als neues Angebot zugegriffen wird. Deutlich ist auch, dass ein großer Anteil der Vorfälle im Online-Raum verortet sind. Das ist jetzt auch nicht im Verhältnis repräsentativ, aber schon so zu interpretieren, dass einfach der digitale Raum ein relevanter Raum ist für antifeministische Mobilisierung, aber auch ein Tool sozusagen für antifeministische Angriffe selbst. Und letztendlich sind wir ja als Webseite mit einem Online-Formular auch ein Online-Angebot. Das heißt, die Nähe dazu ist auch gegeben. Was wir auch im Rahmen einer ersten quantitativen Zuordnung gemacht haben, und das sind jetzt dann schon die, soweit es uns möglich war, im Rahmen der Zeit und Ressourcen erste so feinere Analysen, sind die Zuordnung. Wir haben es hier grob beschrieben nach Angriffsziel oder wer ist betroffen im Rahmen des Vorfalls, Angriffsmodus und Sendungsinhalt. Um das kurz einzuordnen, wenn wir versuchen, Antifeminismus oder antifeministische Vorfälle zu beschreiben und zu analysieren, kann das ja nach verschiedenen Dimensionen oder auch Blickpunkten passieren. Da gibt es ja auch etablierte Fachdiskurse, Fachdebatten dazu. Und was uns möglich ist im Rahmen der Daten, die uns übermittelt werden, ist zum einen nochmal genauer quasi auf den Kontext, der uns geschildert wird, zu gucken und zu gucken, wer ist wirklich das Ziel des Vorfalls oder des Angriffs, der da geschildert wird. Was ist das Vorgehen im Rahmen des Angriffs? Wir haben es hier Angriffsmodus genannt. Was sind sozusagen die, wie entfaltet sich der Angriff oder was wird genutzt, um quasi die antifeministische Bedrohung oder den Angriff umzusetzen? Und Sendungsinhalt ist dann nochmal so eine genauere Analyse. Was sind denn da die Narrative, die bedient werden oder die Aussagen, die sich wiederfinden mit den klassischen Bezügen zu den Geschlechterthemen. Aber da wird auch nochmal deutlich, dass Antifeminismus als Ideologiekonstrukt sozusagen ja immer auch auf weitere Diskriminierungsebenen, Ideologie, Ebenen oder Ungleichwertigkeitsvorstellungen verweist. Und zur Auszählung, wir haben die ersten beiden Kategorien, quasi haben wir eine Zuordnung pro Vorfall vorgenommen. Das heißt, das ist ja relativ eindeutig, ist eine Einzelperson betroffen oder geht es da eher um ein Diskursthema, was besetzt wird? Das haben wir quasi einfach ausgezählt, um es mal ganz platt zu sagen. Angriffsmodus auch. Das ist natürlich nie nicht immer, nicht nie, aber nicht immer eine eindeutige Unterscheidung. Manchmal ist es unscharf oder nicht genau zu benennen. Aber genau, erstmal die einzelne Zuordnung für die Felder und der Sendungsinhalt ist etwas, was selbstverständlich auch mehrfach in verschiedenen Zuordnungen zutreffen kann. Ich würde mal ganz kurz auf die Zeit gucken. Okay, ich gebe weiter. Sonst wäre ich jetzt nochmal auf die einzelnen Ebenen eingegangen, aber das können wir ja dann vielleicht auch nochmal in der Diskussion machen und es ist ja auch im Lagebild nochmal zu finden, auf jeden Fall. Dank, Ans. Genau. Kann man alles im Lagebild nochmal sehr genau nachlesen, was wir hier erzählen. Kann man umsonst bei unserer Webseite runterladen.
Genau, wir haben weiterhin noch eine Analyse gemacht nach den Angriffsdimensionen, weil uns natürlich in der Aufnahme der Fälle konnten wir natürlich auch Muster erkennen oder haben uns gefragt, nach welchen Kategorien lässt sich das auch systematisieren. Und ich habe jetzt mal fünf Dimensionen für euch mitgebracht, nachdem wir das auch aufgeteilt haben, um vor allen Dingen nochmal klarzumachen, dass es hier nicht darum geht, dass Antifeminismus irgendwie eine Meinung ist und Feminismus ist auch eine Meinung und dann stehen die gegeneinander und man wird doch wohl noch sagen dürfen, sondern dass wir uns in einem anderen Feld bewegen und dass es tatsächlich um Angriffsdimensionen geht, die von Hass, Hetze und Agitation zeugen. Und wir haben das unterteilt in fünf Angriffsdimensionen, die ich euch hier aufgezählt habe. Aber Ans, du kannst direkt in die nächste Folie springen, weil ich werde euch jetzt für jede einzelne ein paar Fälle zeigen. Achtung, auch Triggerwarnung, wird jetzt Fälle auch konkret darstellen, so wie sie uns gemeldet wurden. Und die erste Angriffsdimension ist die nach antifeministisch motivierte physische Gewalt. Da haben wir insgesamt 12 Fälle, die in diese Kategorie passen. Und wir haben tatsächlich auch ein Tötungsdelikt mit aufgenommen. Dazu erzähle ich gleich nochmal was, aber um eine Vorstellung davon zu haben, was sind denn physische Gewalt oder antifeministisch motivierte physische Gewalt? Das Beispiel, was wir hier mitgebracht haben, eine Frau wird am Abend in der Innenstadt plötzlich ohne Vorwarnung von hinten heftig mit den Worten, das wiederhole ich jetzt nicht, in den Rücken gestoßen, so dass sie hinfällt und sich Rippenprellung zuzieht. Und sie hat auch noch ein paar Ausführungen dazu gemacht und auch beschrieben, dass sie jetzt kein erkennbares queeres Symbol getragen hat, also beispielsweise eine Regenbogenflagge oder sonst irgendwie was, sondern dass der Täter scheinbar aufgrund ihres Aussehens die Frau als eine lesbische Frau wahrgenommen hat und sie deswegen eben angegriffen hat. Also es gibt diverse Übergriffe auf der Straße. Damit zeigen wir auch nochmal, und das war auch ein wichtiger Punkt, nochmal zu zeigen, es geht auch nicht nur um Online-Pöbeleien und Beleidigungen, sondern diese Gewaltverhältnisse und Mobilisierung, die wir im Netz sehen, haben natürlich auch Auswirkungen auf Menschen, die auf der Straße unterwegs sind. Und das können wir mit den Zahlen eben auch zeigen. Das Tötungsdelikt haben wir vor allen Dingen deshalb aufgenommen, weil in dem Fall, und der ist besonders widerwärtig, die rechtsextreme Gesinnung des Täters einmal ganz klar zu erkennen ist, also das einfach, wie er sich ansonsten noch geäußert hat, wie er sich bei Vernehmung geäußert hat, wie er sich in der Gerichtsverhandlung geäußert hat, ist einfach die rechtsextreme, sexistische und antifeministische Gesinnung des Täters ein wichtiger Punkt für uns, Anhaltspunkt, dass die Tat eben auch antifeministisch motiviert war und dass antifeministische Motive mindestens tateskalierend waren, wenn nicht sogar tatmotivierend. Also der hat eben eine Frau umgebracht und die Art und Weise der Umstände lässt für uns die Vermutung zu, dass es eben auch um ein antifeministisches Tatmotiv sich handelt. Das ist die erste Kategorie, antifeministisch motivierte physische Gewalt. 12 Sachen, die wir darunter gefasst haben, ein Tötungsdelikt. Vielleicht noch ein Hinweis, wir haben nicht über alle Meldungen können wir nicht immer sagen, sind die auch angezeigt worden? Wir sind natürlich nicht die Polizei, sondern wir sind ein zivilgesellschaftliches Monitoring. Wir können solche Fälle, die Betroffenen nur dazu ermuntern, damit auch zur Polizei zu gehen. Aber wir haben natürlich nur die Daten, die wir haben. Und ich glaube, es war jeder fünfte Fall, der uns gemeldet wurde, wurde auch bei der Polizei angezeigt. Aber was mit diesen Fällen hier passiert, das können wir manchmal nicht nachvollziehen, wenn die Betroffenen uns das nicht selber schildern. Ans, kannst du Jeder eins weiterklicken? 16. Jeder 16., sorry, okay. Sogar nur jeder 16. Fall, genau. Die zweite Angriffsdimension ist antifeministisch motivierte Bedrohung. Und das ist uns auch nochmal besonders wichtig als eine Kategorie, weil auch hier geht es nicht darum, dass Menschen unterschiedlicher Meinung sind und sich streiten, sondern es geht eben darum, dass Menschen, die in einem Themenfeld arbeiten oder dafür stehen oder sich dazu äußern, dass die bedroht werden. Und das macht einfach wirklich einen besonders großen Teil dieser gemeldeten Fälle aus, wo Menschen eben für ihre Tätigkeiten bedroht werden. Einige Frauen natürlich, das wird uns alle nicht überraschen, zum Beispiel junge Frauen, aber auch Politikerinnen, 28 in dem Fall, Journalistinnen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, vor allen Dingen auch Wissenschaftlerinnen, sind besonders Ziel antifeministischer Bedrohung. Und darunter sind eben, habe ich vier Beispiele mal zusammengetragen. Das betrifft natürlich vor allen Dingen Bundestagsabgeordnete oder auch sonstige Abgeordnete, deren Kreistagsbüro hier in dem Fall die Fensterscheibe eingeschmissen wurde und dann dazu noch antisemitische, NS-verharmlosende, NS-verherrlichende
sexistische und so weiter Agitation an ihrem Büro gesprüht wurde. Wir haben einen Fall, wo eine Gleichstellungsexpertin ihre Privatadresse und ihr Foto in Männerrechtsforen zusammen mit Gewaltaufrufen geteilt werden, natürlich auch viel unter Anonym, sodass man da auch nichts strafverfolgungsmäßig ausrichten konnte. Wir haben ein kommunales Frauengremium, das eine Morddrohung erhält, eine Meldung dazu bekommen. Was ich finde, hat auch noch mal eine neue Qualität, ja, dass in irgendeiner Kommune, wo sich engagierte Frauen zusammentun, um die kommunale Gleichstellung voranzubringen, dass die wirklich mittlerweile auch eine Morddrohung von jemandem aus einer anderen Partei, aus einer anderen Stadt bekommen. Das finde ich schon wirklich, hat auch eine neue Qualität. Journalistinnen hatten wir einige, das können Sie ja auch überall bei Journalistinnen, die das offen, die das teilweise auch selber publik machen, was ihnen eigentlich passiert, wenn sie zum Beispiel Demonstrationen covern oder wenn sie über feministische Themen in ihrem jeweiligen Medium berichten. Also die zweite Kategorie, antifeministische motivierte Bedrohung, eine relativ große Kategorie, zeigt auch nochmal, warum wir überhaupt was zu Antifeminismus tun müssen, weil diese Menschen natürlich diese Bedrohung nicht so ausgesetzt bleiben dürfen. Kannst du eins weitermachen? Danke. Wir haben auch eine Kategorie geschaffen zu, weil uns da eben auch Fälle reinkamen, die zu Bedrohung und zu den anderen Kategorien nicht passten. Das ist die antifeministische Diskriminierung und institutionelle Barrieren. Und damit meinen wir nicht sowas wie die gläserne Decke, sexistische institutionelle Barrieren. Da trifft natürlich mal eins mit dem anderen zusammen. Aber wir meinen damit vor allen Dingen, dass Betroffene eben eine organisierte und teilweise wirklich kampagnenartige und öffentliche Diskriminierung erleben in ihrem Unternehmen oder in ihrer Arbeitsstelle, da wo sie eben arbeiten. Und ein Fall, der das besonders plastisch macht, ist beispielsweise in Schmierereien an einer Einrichtung, wo die beiden Frauen eben arbeiten, die sich gemeldet haben, werden zwei Mitarbeiterinnen mit Klarnamen bezichtigt, ihre Karriere durch entsprechende Sexualkontakte vorangebracht zu haben. Also eben in der Öffentlichkeit eine Schmierenkampagne gegen Kolleginnen, das würden wir unter antifeministische Diskriminierung und institutionelle Barrieren fassen. Kategorie 4. Darunter haben wir Sachbeschädigung gefasst, also alles, wo nicht direkt be Menschen betroffen sind, aber deren Einrichtungen oder Symboliken, die eben für eine soziale Gruppe der Frauen stehen, für die soziale Gruppe von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Und da ist es wirklich auch auffällig, dass antifeministische Sachbeschädigung im letzten Jahr, also da, wo wir die Zahlen erhoben haben, vor allen Dingen auf Symbole und Orte getätigt wurden, die für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt stehen. Also beispielsweise, wir erinnern uns vielleicht, das ging auch durch die Presse, der Brandanschlag auf die lesbische Fraueninitiative. Es gab einen Brandsatz auf eine Regenbogenflagge am Glockenturm oder es gab auch am Bahnhofsvorplatz, wo die Regenbogenflagge durch eine Hakenkreuzflagge ersetzt wurde. Also ein paar Sachen davon sind polizeilich bekannt, wurden auch angezeigt, andere Sachen wiederum nicht. Beispielsweise eine Kita, die eine Regenbogenflagge bei sich aufgehängt hat, wo dann die Scheibe beschädigt wurde und so weiter. Es gibt durchaus weitere Fälle in dieser Kategorie antifeministische Sachbeschädigung. Was wir auffallend finden, dass eben vor allem diese Symbole für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt betroffen waren. Und das wird uns natürlich auch nicht verwundern, wenn wir uns angucken, wie im letzten Jahr zu diesen Themen auch öffentlich gesprochen wurde und wie vor allen Dingen antifeministische bis rechtsextreme Akteure zu diesem Thema auch mobilisiert haben. Ein Beispiel will ich dazu noch nennen. Der Stolzmonat, den vor allen Dingen die AfD ja auch weiter verbreitet hat, der direkt in Opposition gebracht wurde zum Pride Month, also zu dem empowernden aus der queeren Community. Da hat man sozusagen den Stolzmonat mit der Deutschlandflagge in Opposition gesetzt zu den Regenbogen-Imperium oder wie sie das immer nennen. Und da wurde sehr, sehr viel mobilisiert und sehr viel Häme, Hetze und Hass im Netz verteilt. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Symboliken aus, die man eben dann im Straßenbild sieht und die werden dann eben auch angegriffen. Und das ist jetzt nicht was man direkt nachweisen kann. Sowas kommt von sowas. Aber ich glaube, dass wir nicht falsch liegen, wenn wir sagen, dass wenn zu bestimmten Gruppen, zu bestimmten sozialen Gruppen heftig mobilisiert wird, dann wirkt sich das natürlich auch auf deren Symboliken aus oder natürlich auch auf die Person selbst. Genau, das war die vierte Kategorie, antifeministische Sachbeschädigung. Und unter der fünften Kategorie, das sind wirklich auch
Fast schon, hätte ich jetzt gesagt, so ein bisschen ein Kessel Buntes. Also da fällt alles an Beleidigung, Hate Speech und auch antifeministische Agitationen runter, die uns so gemeldet wurden. Und das sind jetzt in diesem Fall 130 gemeldete Fälle, fallen zum Beispiel unter Hate Speech und digitale Gewalt. Das darf uns natürlich auch nicht verwundern. Ans hatte das ja auch gesagt. Wir sind ja auch, bei uns kann man die Sachen ja auch online melden. Wir sind auch näher am digitalen Raum. Da gibt es auch eine höhere Sensibilisierung auch für die Themen, wie was Antifeminismus eigentlich ist. Und da kann man es wahrscheinlich auch schneller klicken. Deswegen sind diese Zahlen auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber der Hass auf Menschen, die sich im Internet oder in sozialen Netzwerken zu den Themen Gleichberechtigung, Feminismus oder Gender äußern, der gehört einfach, und das zeigen diese Zahlen, für viele Engagierte zum digitalen Alltag. Und das wird uns ja auch nicht überraschen, aber das lässt sich eben anhand der Zahlen und auch anhand der Gewichtung in den unterschiedlichen Zahlen auch unsererseits nochmal nachweisen. Die Themenfelder, die da drin auch angegriffen werden, zeigen sich auch im Feld von Mobilmachung gegen Gewaltschutz. Wir haben einige Meldungen bekommen, nämlich 24 zu Dating-Coaches und Pickup-Artists und aber auch zu Väterrechtlern und Umgangsrecht sind auch 24 Meldungen eingegangen. Und einen Fall habe ich Ihnen hier nochmal aufgeführt, der dann auch nochmal plastisch macht, wie das eigentlich, was wir eigentlich darunter verstehen. Eine Mutter berichtet, dass nach der Trennung von ihrem Partner wegen häuslicher Gewalt dieser im Kontext der persönlichen und juristischen Auseinandersetzung um den Umgang mit dem gemeinsamen Kind unter seinem Namen diverse persönliche, juristische und private Informationen vom Kind und aber auch von der Mutter veröffentlicht und das eben auf einer Plattform für sogenannte Väterrechtler veröffentlicht hatte. Und wir recherchieren solche Fälle natürlich auch nach. Also wir müssen ja dafür sorgen, dass sowas auch valide ist. Die Väterrechtlerbewegung ist auch einschlägig bekannt und da gibt es auch schon Verurteilung von demjenigen, der diese Initiative initiiert hat. Also es sind nicht irgendwelche Unbekannten, die sich jetzt irgendwie vor Gericht ums Sorgerecht streiten, sondern es ist wirklich eine organisierte Handlung gegen eine Mutter, die wegen häuslicher Gewalt versucht, sich um das Sorgerecht ihres Kindes zu kümmern. Genau, so sehen können antifeministische Beleidigung, Hate Speech und Agitation aussehen. Das war die fünfte und letzte Kategorie, wie wir das aufhören. Und jetzt ein kleines Fazit meinerseits. Es gibt ein riesengroßes Dunkelfeld. Jetzt kann man irgendwie sagen, das habe ich auch schon von Leuten wie Dorothee Bär gehört, das, was ich sehr dramatisch finde. Naja, diese 812 Fälle oder 374 Antifeminismusfälle, das ist ja nicht viel. Da kann man ja, also das ist ja, da hat Deutschland ja wirklich andere Probleme. Aber das ist ja nur das, was wir überhaupt an Fällen gemeldet bekommen. Also es gibt ein riesiges Dunkelfeld und die Verbreitung und auch die Auswirkung von antifeministisch motivierten Angriffen werden einfach dramatisch unterschätzt. Wir haben von denjenigen, die betroffen sind, ja auch gemeldet bekommen, was das mit ihnen macht. Und im schlimmsten Fall führt sowas eben zu Rückzug, zu Ängsten, zu Leuten, die nicht mehr teilnehmen an öffentlichen Debatten und so weiter. Und es gibt ein riesengroßes Dunkelfeld, was wir unbedingt weiter erhellen müssen. Die Vorfälle zeigen eine große Bandbreite eben. Es geht nicht um freie Meinung und ich bin anderer Meinung und finde Feminismus blöd. Das ist nicht Antifeminismus, sondern wir zeigen eben, dass von Bedrohung, Beleidigung, Mobilisierung, Sachbeschädigung, Gewalt alles leider mit dabei ist. Und dass einfach eine riesengroße Bandbreite die Fälle sich abbilden lassen. Antifeminismus findet sich in allen gesellschaftlichen Bereichen. Wir haben Post von Schülerinnen bekommen, aber auch von älteren Frauen, die nicht online gemeldet haben, sondern uns Briefe geschrieben haben. Wir haben online, offline, Frauenberatung, Gleichstellungsarbeit, Journalismus, Wissenschaft und so weiter und so fort. Also wirklich alle gesellschaftlichen Bereiche sind betroffen. Der vierte Punkt, Antifeminismus wirkt. Das kann man wirklich auch zeigen. Kann zum Rückzug führen, hatte ich gerade schon gesagt, schränkt aber auch die Selbstbestimmung ein. Zivilgesellschaftliche und politische Diskurs und Handlungsräume werden einfach verengt, also Shrinking Space kann man ganz deutlich sehen. Und der letzte und fünfte Punkt, die verbalen Übergriffe im öffentlichen Raum verweisen wirklich oft auf extrem rechte Ideologien. Es wird ja immer gesagt, Antifeminismus ist ja nicht gleich Rechtsextremismus, das stimmt. Aber die Verquickung von antifeministischen, also von Meldungen, die bei uns eingegangen sind, verweisen ziemlich oft auf ein rechtsextremes Weltbild von den Leuten, von denen es ausgeht. Also da gibt es große Überschneidungen und eben als Brückenideologie auch klar. Und das häufigste Motiv, das ist nicht überraschend, sind natürlich Frauen- und Queerfeindlichkeit. Und damit erstmal vielen Dank und ich übergebe an Ans für den Schluss.
Ups, genau. Den Schluss mache ich auch ganz kurz. Wir wollten, oder und zwar ist es nur wichtig, auch als einen Teil des Fazits auch nochmal quasi auf die Aufmerksamkeitsökonomie von Antifeminismus als Mobilisierungsthema hinzuweisen. Das haben wir jetzt gar nicht so in Zahlen gemacht, aber die Angriffe auf unsere Arbeit, nachdem wir quasi den Start der Meldestelle verkündet haben, die ja wirklich auch außergewöhnlich lang, über fast 3 Monate quasi einen Shitstorm und Negativinteresse und volle Kommentarspalten mit sich zogen und eben auch diese wirklich hasserfüllten, gewaltvollen Nachrichten über die Meldestelle quasi. Da war große mediale Aufmerksamkeit da und auch in der Diskussion von AkteurInnen sozusagen. Wir sehen, dass das Lagebild, wo wir quasi auch nochmal versucht haben, eine Versachlichung der Debatte einzuführen und wirklich ja sichtbar machen. Wir haben uns da nicht zensiert oder wir stellen wirklich alle den Dateneingang, unsere Arbeitsweise und so weiter dar. Und wir merken ein großes fachliches Interesse. Wir merken aber auch, dass sobald sich das Thema nicht mehr gut skandalisieren oder instrumentalisieren lässt, uns wirklich auch um die Erfahrung von Betroffenen geht, was ja von Anfang an unser quasi Anliegen der Arbeit ist, die Sichtbarmachung von betroffenen Erfahrungen, die Verbesserung der Situation von Betroffenen und die Sensibilisierung zum Thema Antifeminismus. Wenn das nicht mehr quasi sich eignet, dann ist auch quasi die mediale Besprechung und letztendlich auch die Diskussion in den Kommentarspalten nicht so hoch. Das ist wirklich einfach ein Gap und zeigt letztendlich unserer Meinung nach auch, dass es da in diesen Diskussionen, die auch viel wirklich auf Falschaussagen in Bezug auf unsere Arbeit beruht haben, nicht wirklich um Betroffene, nicht um Frauenfeindlichkeit, nicht um Geschlechtergerechtigkeit geht, sondern um eine genau Instrumentalisierung der Debatte letztendlich. Als letzter Punkt, das, was wir im Lagebild jetzt besprochen haben, ist ein erster Überblick über die Daten, die vorliegen in unserer Arbeit und wirklich quasi das, was uns quasi jetzt mit der Zeit nach einem Jahr möglich war. Es wäre selbstverständlich geboten, sozusagen da auch nochmal vertiefend in bestimmte Fachdebatten reinzugehen, da auch nochmal bestimmte Ebenen genauer anzugucken und auch nochmal spezifischer auf bestimmte betroffenen Gruppen zu gucken und auch nochmal weiter in die Fachdebatte reinzugehen, sozusagen. Ich wollte unseren Fachbeirat, der unsere Arbeit begleitet und auch ExpertInnen, mit denen wir viel zusammenarbeiten, von denen wir auch viel profitieren in der Fachdiskussion und im Austausch sichtbar machen. Die sind so auch im Lagebild nochmal sichtbar gemacht. Genau, angestrebt wäre gewesen, das auch nochmal zu vertiefen. Das ist jetzt das, was wir uns vornehmen für die nächste Zeit, neben der Weiterführung der Fachdebatte und dem Austausch in der Zivilgesellschaft. Und damit ich es nicht vergesse, die letzte Folie, die Chronik kann angeguckt werden. Da können sich einzelne Fälle auch nochmal genauer angeschaut werden. Da gibt es auch Triggerwarnungen und so weiter. Also das haben wir versucht, betroffenenorientiert aufzuarbeiten. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank, Judith Rahner, Ans Hartmann, für diesen ausführlichen Vortrag, auch wenn er ein bisschen länger jetzt gedauert hat. Das ist ja wichtig, das nochmal wirklich dezidiert klar zu machen, worum geht es eigentlich bei dieser ganzen Geschichte. Wir haben jetzt während eures Vortrags gab es schon ein paar Nachfragen, sowohl im Chat als auch im Fragen- und Antwort-Tool. Ich möchte aber zunächst nochmal darauf hinweisen, Sie können sich gerne melden mit der Handheben-Funktion, dann können wir Sie auch mit Bild und Ton auf die Bühne holen und da eine Frage stellen oder ein Statement noch abgeben. Das macht es immer noch einfacher, da auch vielleicht auch mal nachzufragen. Aber ich sehe das dann auch, wenn Sie sich melden und dann rufe ich entsprechend auf. Aber vielleicht können wir am Anfang noch mal gucken. Es gab verschiedene Fragen zum Thema Klassifizierung eigentlich. Ihr habt jetzt einiges dazu ja schon erläutert und die Fragen waren zum Teil davor, zum Teil mittendrin. Möglicherweise hat sich das eine oder andere schon erledigt, aber ich nenne sie auf jeden Fall noch mal. Vielleicht wollt ihr noch was ergänzen. Die eine Frage, die es dazu gab, war, könnt ihr die Klassifizierung darlegen, wodurch Antifeminismus als Merkmal deutlich unterschieden wurde von, in Anführungsstrichen, normalem
Alltagsrassismus, also nach welchen Kriterien habt ihr die Vorfälle untersucht? Dann gab es auch in die Richtung eine Frage, wo ziehen Sie die Grenze zwischen geschlechtsspezifischer Gewalt und antifeministischer Gewalt? Und was sind die Vorteile einer Differenzierung? Also welche Vorteile hat es, antifeministischen Hass von geschlechtsspezifischem Hass abzugrenzen? Ach so, das ist schon was beantwortet. Ich glaube, das waren so vor allen Dingen die Fragen zu den zu Klassifikationen. Machen wir das vielleicht erstmal eine Runde dazu, wenn ihr noch was ergänzen wollt. Sehr gerne. Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen schnell drüber gegangen. Das ist natürlich vor allen Dingen in Fachdebatten die relevante Frage, ab wann ist was Antifeminismus und wo ist es nur in Anführungszeichen Sexismus oder geschlechtsspezifische Gewalt. Und dafür gucken wir uns in den Schilderungen, die wir vorliegen haben oder den Daten, die wir haben, ziemlich genau an, welche Aussagen da über den Kontext des Vorfalls getroffen werden. Also können wir im Kontext sehen, dass irgendwas auf antifeministische Motivationslagen zu schließen ist? Gibt es einen Kontext, der zeigt, dass der Vorfall oder der Anlass des Vorfalls quasi auf ein Ereignis verweist, was quasi in einer einschlägigen antifeministischen Mobilisierung oder Debatte um Geschlechtergerechtigkeit quasi auch eine Zuordnung von Antifeminismus zulässt. Zum Beispiel ist es am Rande einer Demo passiert oder sind es die Kommentare, wie eingangs erwähnt, nachdem der Bundestag oder die Regierung endlich das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen hat. Und dann gibt es noch, was auch total relevant ist, das ist, glaube ich, in den Dimensionen von Judith auch deutlich geworden, ist ein organisiertes Vorgehen zu erkennen. Oder wird eine Dynamik aufgezeigt, die quasi so eine systematische, zum Beispiel Benachteiligung oder Diskriminierung deutlich machen. Und was immer auch ein erstes Indiz sozusagen ist, sind die Bezüge zu so einschlägigen antifeministischen Narrativen oder eben ein Verweis auf dahinterliegende wirklich Aussagen oder Begründungen, die auch wirklich auf mich, Ideologiekonstrukt ist jetzt so hochschwellig, aber wo quasi deutlich wird, das ist wirklich eine feste antifeministische Ideologie, die dahinter liegt. Und das ist klar, das können wir nicht bei allen Sachen, die uns gemeldet werden, wirklich machen. Teilweise fragen wir danach und gehen nochmal in den Kontakt und so weiter. Aber wir haben auch versucht, da wirklich quasi konservativ sozusagen einzuschätzen. Und wenn wir zum Beispiel im Bereich geschlechtsspezifische Gewaltvorfälle haben, wo es sich um Partnerschaftsgewalt, um sozialen Nahraum handelt, als Beispiel. Und es gibt keinen Verweis zum Beispiel, dass es irgendwie angereichert ist mit antifeministischen Bezügen. Und es ist halt wirklich eine interpersonelle Interaktion, um es jetzt mal ganz, es ist jetzt sehr, ist jetzt nicht gut ausgedrückt, aber dann haben wir kein organisiertes Vorgehen, wir haben kein Ereignis, wir haben Gewalt. So. Also der Unterschied ist quasi letztendlich die politische Dimension, die organisierte Dimension, der Bezug auf die aktuellen gesellschaftlichen Debatten und dass es relevant ist für das, was da als Vorfall oder jetzt eher in der Strafrechtslogik als Tatvorgang. Es fehlt mir der Satz an, aber genau. Ich würde sogar auch noch ergänzen zu dem Vorteil. Ich glaube, für uns ist das auch nochmal ganz wichtig, eben durch dieses Zeigen von einer politischen Dimension, durch das Zeigen von organisierter Dimension, das auch nochmal klar zu machen. Es geht ja darum, dass die Gegner von Gleichstellungsarbeit, die haben eine Haltung, die sind entweder distanziert, unfreundlich zu Gleichstellung, denen ist das entweder egal oder sie agitieren eben ganz aktiv dagegen. Also es geht ja darum, Gleichstellung, Frauenrechte, Rechte von queeren Leuten nicht entweder nicht weiter vorankommen zu lassen oder sogar zurückzubauen. Das ist sozusagen das, was ja antifeministische Akteure auch
wollen. Und das klarzumachen, welche Auswirkungen das in der Praxis hat für die Personen, die eben sich für Gleichstellung engagieren, das ist uns sozusagen nochmal ein Anliegen. Und das geht auch nochmal über die Dimension von geschlechtsspezifischer Gewalt hinaus, die ja auch immer ein politisches Moment natürlich da drin hat, gar keine Frage. Aber uns geht es wirklich da nochmal darum, die gesellschaftlichen Debatten, die sich vielleicht seit, keine Ahnung, 2015 sagen manche, sich verschoben haben, dass wirklich organisiert und auch ganz offen gegen Gleichstellung opponiert wird und Initiativen, in denen ja auch teilweise viel Geld steckt, die international gut vernetzt sind, die vielleicht über Kirchen Rückenwind bekommen, die in der Wissenschaft Rückenwind bekommen, dass die im Aufwind sind, mit sozusagen anderen rechtsautoritären Kräften gemeinsame Sache machen und eigentlich die Gleichstellung am liebsten abschaffen wollen. Und dieses Moment sichtbar zu machen, das wollen wir eben mit Antifeminismus und mit dem Monitoring darum sichtbarer machen. Das ist der Vorteil davon, wenn man das monitort. Ja, Genau. noch Auch etwas. wenn vielleicht, weil da steckt ja noch die Frage drin, was ist der Unterschied zwischen antifeministischem Hass und geschlechtsspezifischer Gewalt oder was ist der Vorteil darin, das zu unterscheiden? Kann man jetzt von verschiedenen Seiten drauf gucken, aber letztendlich ist quasi antifeministische Gewalt oder antifeministischer Hass arbeitet mit der Legitimierung von geschlechtsspezifischer Gewalt, mit frauenfeindlicher Ideologie, mit sexistischen Vorstellungen und so weiter und nutzt es quasi, ne, um zu agitieren, um Diskurs zu betreiben, um politische Agenden, das ist die Mehrzahl von Agenda, um die politische Agenda voranzubringen. Es ist quasi, es bedingt sich gegenseitig. Ich will gar nicht so philosophisch werden, aber es hat für uns einfach den Vorteil, dass unter Antifeminismus, was zugegebenermaßen ja auch ein zugangsvoraussetzungsvolles Konzept erstmal ist und auch das ist Teil von unserer Arbeit, dass wir quasi dazu sensibilisieren und auch gucken, wie kann man besser oder auch nochmal mit verschiedenen Zielgruppen anders dazu sprechen oder das anders benennen. Aber der Vorteil ist einfach, weil das zu verwenden, weil es einfach die politische Dimension und die Relevanz für AkteurInnen, die damit arbeiten, betont und wir quasi von dem, was Einzelnen widerfährt oder wie Einzelne dadurch bedroht oder wirklich auch gewaltvoll bedroht werden oder Übergriffe erfahren, was das aber für eine gesamtgesellschaftliche und politische Relevanz hat, weil es wirklich was ist, was systematisch und mit einem zumindest in der Ideologie begründeten Zweck passiert. Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort auch. Kam auch gerade schon im Chat. Es gibt ein paar Fragen zum Thema Prävention, soziale Arbeit. Aber bevor wir eher in diese Richtung mal schauen, was machen wir eigentlich mit den Ergebnissen des Lagebildes? Nochmal ein paar Fragen, die sich eher auf die Themen beziehen, die kommen. Eine Frage ging in Richtung Sexarbeitsfeindlichkeit als antifeministische Praxis. Da ist die Frage, ist das schon Teil gewesen, weil sich das nach der Wahrnehmung der Fragestellerin wenig wiederfindet in der Chronik oder in dem Lagebild? Könnt ihr dazu was sagen? Das wäre das eine. Und die zweite stelle ich dann gleich noch. Genau, wir sehen es ja auf der Analyseebene vor allen Dingen daran, wenn sich sexarbeitende Personen bei uns als Betroffene melden. Das ist erfreulicherweise vorgekommen. Das liegt auch dankenswerterweise an quasi Fachstimmen, mit denen wir vernetzt sind und so weiter. Und da ist von meiner Wahrnehmung her, es können vielleicht meine Kolleginnen auch nochmal ergänzen, die sich die Daten angeguckt haben, auffällig, dass sexarbeitende Personen auch eine Gruppe sind, die besonders zum Beispiel auch von Doxing betroffen sind oder bedroht sind davon, dass quasi mit ne, Wissen über sie quasi nochmal eine besondere Gefährdungs- und Bedrohungslage herbeigeführt wird. Sind auch im der Bereich systematische Benachteiligung oder Diskriminierung, zum Beispiel am Wohnungsmarkt und so, ist auch ein Thema. Und wo, darüber geordnet müsste man das selbstverständlich auch als also Sexarbeitsfeindlichkeit als ein inhaltliches oder als ein Mobilisierungsthema und als ein originäres Betätigungsfeld von antifeministischen AkteurInnen diskutieren. Das sind dann Analysen, die müsste man dann quasi nochmal als Rahmung geben für das, was wir dann in den einzelnen betroffenen Meldungen
sehen. Und das konnten wir jetzt quasi im Rahmen des Lagebilds noch nicht leisten, aber das ist was, was wir auf jeden Fall auch sehen, und wo wir auch genau froh sind, dass wir auf jeden Fall da auch als Anlaufstelle gesehen werden, erst einmal. Ja, vielen Dank. Das ist halt das eine. Das andere, eine Frage, die war im Chat jetzt von einer Kollegin aus dem Journalismus. Ich recherchiere mit einem Kollegen seit geraumer Zeit zu diesem Thema. Habt ihr Erkenntnisse, welche Bereiche besonders von internationalen Gruppierungen anvisiert werden, also welche Themenfelder? Meiner Meinung nach wird Antifeminismus in bestimmten Bereichen der hybriden Kriegsführung genutzt, in Deutschland zum Beispiel familiengerichtliche Verfahren. Gibt es dazu Erkenntnisse oder kann das Lagebild, würde ich jetzt ergänzen, dazu was aussagen oder da schon Hinweise uns liefern? Dazu kann ich gar nicht viel sagen. Also das Lagebild an sich kann dazu, glaube ich, Ans, korrigier mich, kann dazu keine Angaben machen. Es sei denn, diejenigen, die es melden, die Betroffenen, stellen selbst den Kontext her. Ansonsten ist mir jetzt erstmal nicht bekannt. Was aber natürlich ein Fakt ist, ist, dass beispielsweise, wenn man sich einfach mal Russland, Putin und die Propaganda anguckt, die schon vor 2014, also vor der Annexion der Krim, hat Putin angefangen, im Inland zu LGBTIQ zu mobilisieren. Und die stehen ja mittlerweile sogar als auf der Terrorliste. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Aber ne, also das zu einer Mobilisierung, zu einem Nationalismus, Nationalchauvinismus, wie auch immer man das nennt, Ultranationalismus, extremistisch, wie er das versteht und seine Großmachtsfantasien, dass dazu auch immer ein antifeministisches Weltbild gehört, was natürlich auch vorangetrieben wird. Und wenn die Propaganda, die jetzt immer so auffällt, Voice of Europe und so weiter, da wird ja immer vom Regenbogen-Imperium und so weiter gesprochen. Und natürlich verfangen diese ganzen propagandistischen Mobilisierungen mit Sicherheit auch in einer hier irgendwo in der Praxis. Also einen direkten Nachweis kann ich Ihnen jetzt nicht geben, aber dass natürlich sich das niederschlägt und rechtsautoritäre, antifeministische Akteure das auch oder darüber auch mobilisiert werden, das steht für mich außer Frage. Das können wir im Lagebild nicht abdecken, aber das wäre auf jeden Fall mal eine eigene Untersuchung wert. Fände ich super spannend, aber dass das auf jeden Fall passiert, da bin ich von überzeugt. Genau, von meiner Seite wäre das auch was, was ich eher genau als Thema, oder das ist eine Frage von begleitender Recherche und Monitoring und Analysearbeit. Es ist jetzt nichts, was unmittelbar in den Daten aufzufinden ist. Was wir schon sehen ist, und das ist jetzt eher so was Diskursanalytisches, dass selbstverständlich auch bei AkteurInnen oder bei dem, wie quasi die Narrative in den Vorfällen vorkommen und so weiter, schon auch sichtbar sein kann, dass da bestimmte Diskurse oder Inhalte aus internationalen Debatten und Mobilisierungen entnommen werden und sich dann widerspiegeln. Also ganz deutlich wird es zum Beispiel beim Thema Trans- und Queerfeindlichkeit, dass da einfach auf Sachen verwiesen werden, die vor 2 Jahren auf damals noch Twitter stattgefunden haben und jetzt halt Teil von Diskursen oder Teil von Angriffsdynamiken sind, die im deutschsprachigen Raum stattfinden. Ähnlich auch bei Umgangsrecht. Da wird sich natürlich darauf auf internationale Akteurinnen und Akteurswissen bezogen sozusagen. Aber das ließe sich jetzt anhand der Meldestellendaten, also das fände ich jetzt nicht ausreichend für eine Analyse. Da müsste man nochmal andere Quellen oder ExpertInnen und Recherche, Bezüge, Fragen. Ja, danke auch für diesen Blick auf die internationale Ebene. Es kam gerade noch im Fragen-Tool auch dazu, würde ich zumindest einordnen, noch die Frage oder die Anmerkung, dass aktuell das Thema Abtreibung ja stark politisiert wird und auch von Rechten in den USA und Europa instrumentalisiert wird. Seht ihr da das Thema reproduktive Rechte auch bei antifeministischen Strömungen? Gibt es da Verbindungen oder heizt die aktuelle Debatte rund um Abtreibung antifeministische Gesinnungen weiter an? Habt ihr dazu eine Einschätzung? Seht ihr da Gefahren für die mögliche Neuregelung von Abtreibung? Es geht jetzt wahrscheinlich erstmal darum, wie verortet ihr das Thema im Kontext von Antifeminismus? Und falls ihr eine Einschätzung habt, dann im Hinblick auf jetzt gerade der
die Empfehlungen der ExpertInnenkommission, die ja heute veröffentlicht werden, aber letzte Woche schon in den Medien waren, ob es dazu von euch auch mögliche Einschätzungen gibt im Hinblick auf das Thema. Ich stelle die Frage einfach mal, ihr könnt vielleicht auch nicht zu jeder Frage in der Ausführlichkeit antworten, weil wir schon uns jetzt auf das Lagebild vor allen Dingen natürlich konzentrieren wollen. Aber es verknüpft sich natürlich immer mit den allgemeinpolitischen und geschlechterpolitischen feministischen Fragestellungen. Insofern lässt sich das nicht mehr ganz trennen voneinander, ne? Ja, das ist auch gerade die Herausforderung. Also es ist ja quasi in der Auswertung, ist es ja sehr eine vorfallsbezogene Logik. Das heißt, wir haben selbstverständlich Meldungen zu Gehsteigbelästigung und Übergriffen auf schwangere, ratsuchende Personen sozusagen im Rahmen von dieser klassischen antifeministischen Mobilisierung gegen Abtreibung und körperliche Selbstbestimmung. Und alles, was dann über so Diskurseffekte oder andere Sachen geht, wäre dann quasi etwas, was eher außerhalb der Daten zunächst liegen würde, weil es auch schwer ist, jetzt schon im Rahmen von einer Jahresauswertung Effekte festzustellen. Es ist ja sowieso keine repräsentative Untersuchung, sondern das, was bei uns ankommt, wird dargestellt. Jetzt habe ich die konkrete Frage vergessen, aber wir sehen, dass es Teil, also genau, wir sehen letztendlich schon an den Daten, dass alle Felder und Themen, die aktuell als antifeministische Mobilisierungsthemen quasi besprochen werden, die landen in der einen oder anderen Form bei uns im Datensatz letztendlich und werden dann von uns in dieser Vorfallslogik ausgewertet, aber um es wirklich zu besprechen oder zu analysieren, gehört selbstverständlich noch mehr. Ja. Vielleicht. Ja, vielen Dank, genau. Das ist schon, glaube ich, eine Antwort auch auf die Frage aus der Meldesteller von Frankfurt, also wie ihr mit quantitativen Auswertungen der Einschätzung von Trends umgeht. Oftmals wird ja nach einer solchen Einschätzung gefragt, die aber aufgrund des qualitativen Charakters der Daten ja recht schwierig ist, ne? Also würde ich jetzt so interpretieren, das, was du gerade gesagt hast, ist ja genau da schwierig. Also da lässt sich schwer einen Trend jetzt raus ablesen, weil es qualitative Daten sind, oder? Ja, teilweise, also genau. Wir sind natürlich die Daten, die zu uns kommen, die geben Hinweise darüber, wie gut wir vernetzt sind oder auch nicht. So, ne? Auf der anderen Seite haben wir aber, wenn wir gesagt haben, okay, das könnte ein Trend sein und da gibt es ja verschiedene, ne? Dann sind wir dem eben, wenn wir das jetzt konnten, auch aufgrund der minimalen Ressourcen tiefer reingegangen. Deswegen gibt es im Lagebild nochmal eine eigene Recherche, ein eigenes Monitoring zu zum Beispiel Politikerinnen, die antifeministische Bedrohung erfahren. Da haben wir drei Beispiele ausgearbeitet, wo wir selber nochmal nachrecherchiert haben, wie, wenn diese Personen sich in der Öffentlichkeit bewegen und zu politischen Themen Stellung beziehen, von welcher Form von Angriffen, wo kommen die her, wie sind die eigentlich betroffen? Da haben wir nochmal eigene Recherchen sozusagen bemüht, um da nochmal tiefer reinzugehen, weil dass Politikerinnen bedroht werden, ist definitiv ein Trend und das soll ja auch. Also Trend hört sich so nett an, es ist ja eine Strategie, die gemacht wird, um diese Frauen aus dem politischen Diskurs rauszuschmeißen und deswegen sind wir da auch nochmal tiefer reingegangen. Wir haben das für den Bereich Gaming auch gemacht, also bestimmte Sachen, wo wir nochmal tiefer reingehen. Wir wollen das für ganz viele andere Themen machen, wo wir Trends sehen, die wir aber einfach jetzt noch gar nicht bearbeiten konnten, aber wir sind da auf jeden Fall auch dran. Und was schon auch sichtbar wird, zumindest von den Datenausschlägen sozusagen gegenüber so sonstigen Themensetzungen, die jetzt natürlich sehr subjektiv von mir wahrgenommen sind, ist, dass ich vermute anhand der Daten oder dass da sichtbar wird, dass das Thema so Online-Coaches und quasi antifeministische bis hin zu Insel-Ideologie und Radikalisierung von jungen Menschen und überhaupt das als so Thema in so Online-Content. Das ist ein Thema, was, glaube ich, immense Relevanz hat und dafür noch gar nicht ausreichend politisch und teilweise fachlich besprochen wird. Aber in den Meldungen, die wir bekommen, sehen wir, dass das was ist, was wirklich auch Menschen, die quasi im Netz unterwegs sind und junge Menschen, die YouTube gucken und sowas, das treibt die quasi um. Und sie melden sich da schon auch mit Sachen. Sie haben ein Video gesehen, was wir an sich schon rein von der Reichweite und von der
was damit bezweckt werden soll, ist es als antifeministischer Vorfall zu kategorisieren. Aber da wird uns auch mitgeteilt, dass alleine wenn Frauen, junge Mädchen, queere Menschen das gucken, fühlen die sich bedroht von dem Gucken. Also ne, die Dimension davon ist allein schon von dem Effekt, aber auch von dem, was es auf KonsumentInnen, auf Einzelne hat, auch schon beachtlich. Und ich glaube, das ist ein Thema, was echt genau, größer besprochen werden, genauer angeguckt werden sollte, vor allen Dingen, wenn es dann auch nochmal so um Forderungen und Handlungsnotwendigkeiten und Bildungsarbeit und so weiter geht. Vielen Dank, genau, das ist ja das Stichwort. Ich wollte ja jetzt mehr nochmal in Richtung ja, Handlungsoptionen, was muss man eigentlich tun, die Fragen jetzt mal in den Vordergrund rücken. Da gab es zum einen die Frage, also wie kann in der breiten Gesellschaft eine Sensibilität für das Thema erzeugt werden? Die fragende Person schreibt hier, meiner Meinung nach wird das Thema in der breiten Masse eher als linkes Thema empfunden, was sich gegen Lesben und Emanzen in Anführungsstrichen richtet, ohne die wirkliche Dimension zu erkennen, dass es ein Angriff auf Menschenrechte ist. Warum werden feministische Themen nahezu als Abschalter empfunden? Das wäre so die eine in Richtung, was können wir eigentlich tun mit diesen Erkenntnissen? Das andere ist, das verbindet sich damit, wären die Fragen, wie sehen präventive Ansätze im Bereich sozialer Arbeit aus? Konkret sogar die Frage, arbeiten Sie mit der Fachstelle für Extremismus in Baden-Württemberg zusammen? Und etwas anders gelagert auch die Frage, wo und inwiefern seht ihr den Handlungsbedarf bei der politischen Bildung beziehungsweise politischen BildnerInnen? Also wie sollte Antifeminismus und deren Auswirkungen thematisiert werden und insbesondere in der Arbeit mit SchülerInnen und jungen Erwachsenen? Also diesen ganzen Bereich Prävention, Sensibilisierung, habt ihr da jetzt vor dem Hintergrund des Lagebildes Ideen oder auch jetzt aus der Arbeit vielleicht des Gesamtprojektes, wo es langgehen müsste, um damit was gesellschaftspolitisch voranzubringen. Große Frage. Genau. Ich versuche mal anzufangen. Ich glaube, das Erste, worum wir ja alle auch bemüht sind, auch innerhalb unseres Verbundsprojekts, wir versuchen das ja, wir generieren ja nicht die Meldestellendaten, weil wir so gerne Daten haben wollen, sondern um aus diesen Meldungen irgendwie auch Konsequenzen für die Präventionsarbeit ziehen zu können, politische Forderungen, aber gleichzeitig zu gucken, wie muss eine Prävention aufgestellt sein, um resilient die Gesellschaft aufzustellen gegen Antifeminismus. Und in der Tat ist natürlich ein großer Knackpunkt, überhaupt die Leute dazu zu erreichen und dazu zu sensibilisieren, was ist Antifeminismus? Allein dieser Begriff zeugt oder stößt schon viel auch auf Abwehr. Hat aber Hedwig Dohm schon vor wie vielen Jahren, keine Ahnung, vor über 100 Jahren geprägt mit dem Buch. Und das macht auch total Sinn, wenn man das dann sich damit mal einmal auseinandergesetzt hat, macht dieser Begriff auch total Sinn. Aber der führt natürlich manchmal in einer direkten Auseinandersetzung erstmal zur Abwehrhaltung. Und das Missverständnis ist dann, nur weil ich kein Feminist bin, bin ich doch nicht gleich Antifeminist. Und das sozusagen immer wieder in Dauerschleife auch zu widerlegen, das ist natürlich auch Teil unserer Arbeit. Und wir haben uns ganz bewusst dieses Label auch draufgesetzt, weil einfach Antifeminismus nochmal über Frauenhass hinausgeht und die Systematik darin, wollten wir einfach aufzeigen. Was für uns auch total wichtig ist, Sie haben einen neuralgischen Punkt da gerade genannt, wie kann man eigentlich an konservative Akteure, warum ist das eigentlich ein typisch linkes Thema? Ich glaube, das liegt natürlich ein bisschen in der Natur der Sache, Frauenrechte und das Eintreten für Gleichberechtigung, Geschlechterthemen und so weiter ist, glaube ich, einfach immer schon progressiv gewesen oder zumindest jetzt, solange ich auf dieser Erdkugel bin. Und offenbar sind zumindest einige konservative Akteure sind da eher unterwegs. Jetzt haben wir alles erreicht, jetzt brauchen wir nichts mehr und so weiter. Und die mit ins Boot zu nehmen, da zerbrechen wir uns auch den Kopf drum. Und wir bereiten gerade intern auch Materialien dazu vor. Wie kann man denn, was sind denn die Punkte, die konservative Akteure dazu bringen, sich auch für das Thema Antifeminismus zu engagieren, weil wir brauchen ja diese Leute, wir brauchen die Konservativen, wir brauchen aber auch Typen, die sich für das Thema interessieren. Wenn ich irgendwo eine Veranstaltung zu Antifeminismus mache, sind typischerweise sehr viele Frauen, zumindest so wie ich sie lese im Publikum, die sich dann eben darum kümmern. Stichwort Care-Arbeit. Care-Arbeit zu Antifeminismus ist in Deutschland leider immer noch Frauensache und da müssen wir auch den Männeranteil ein bisschen erhöhen. Also wir brauchen da mehr
Auch Formate zu emanzipativer Männlichkeitsbildung. Aus meiner Sicht muss es viel früher anfangen. Ich habe neulich noch mal gelesen, dass in Island in der Schule über Gleichstellung in allen Schulformen, in allen Klassen ganz normal das Unterrichtsthema ist. Warum ist das in Deutschland eigentlich nicht so? Wie soll man denn sonst junge Menschen auch für dieses Thema sensibilisieren? Ich finde wirklich, Schule, Sozialarbeit ist da ein ganz wichtiger Punkt, um ganz früh auch schon klarzumachen, was ist denn Gleichstellung? Die fällt nicht vom Himmel, die ist erkämpft worden, wird sie auch immer noch. Warum gehört das zur Demokratie unbedingt mit dazu und so weiter, all diese Fragen in Bildungsformaten mit aufzunehmen? Und vielleicht jetzt erstmal ein letzter Punkt noch, bevor ich einen Cut mache. Jetzt ziehe ich galanterweise noch eine Frage mit rein, nämlich die nach Sydney. Die Frage, ob in Deutschland die Sicherheitsbehörden für einen Übergriff, so wie er jetzt gerade in Sydney war, die Vermutung ist, oder nicht die Vermutung, sondern der Typ, der am Samstag sechs Frauen und der fünf Frauen und einen Mann erstochen hat in Sydney im Einkaufszentrum, es waren halt Frauen und die anderen Verletzten, über 17 Verletzte, waren auch Frauen. Also es ist schon ein frauenfeindliches Motiv, zumindest schwer zu vermuten. Und alles, was ich noch so hinten in irgendwelchen Recherchen rausgefunden habe, hört sich auch schon ein bisschen nach Incel-Ideologie an. Das ist jetzt alles total vorläufig und natürlich wird auch gleich wieder die Frage nach der psychischen Gesundheit des Täters gestellt. Trotzdem muss man das ja nicht unentpolitisieren und da eben die Frage, ob die Sicherheitsbehörden in Deutschland darauf vorbereitet sind. Nein, sind sie nicht. Also es gibt einfach wenig Expertise. Wir sind auch mit LKAs immer mal wieder in verschiedenen Ländern im Gespräch, gerade auch zu diesem Thema Frauenhass. Aber da bewegt sich ganz langsam was und das wird ja jetzt als Kategorie auch in den Kriminalitätsstatistiken mit aufgenommen, Frauenhass. Aber die Zahlen sind noch so gering, dass man auf keinen Fall dazu rausschließen kann, dass es diese Zahlen nicht gibt, sondern einfach, dass Menschen nicht wissen, dass man sich damit zur Polizei wenden kann und da vielleicht auch einen guten Ort finden, wo sie auch gut begleitet werden. Das vielleicht erstmal. Ja, vielen Dank. Von dir noch was, Hans, zu dem Thema Prävention, Bildungsarbeit? Oder ist es klar, es ist ein sehr breites Feld und von daher gibt es viele Ansätze. Ich empfehle auch immer an dieser Stelle dann nochmal auf unsere Website zu gehen vom Projekt Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken. Wir bieten ja da eine Reihe von Angeboten für auch Menschen aus der politischen Bildung, Fortbildungen an, um selber auch sich auch nochmal seine Skills auch im Umgang mit Antifeminismus nochmal zu stärken oder auch Seminare auch nochmal anders vorbereiten zu können zu dem Thema. Es gibt auch eine Train-the-Trainer-Fortbildung, die in diesem Projekt von Dissens e.V. gemacht wird. Der Handlungsbedarf, das hat ja Judith Rahner gerade auch schon deutlich gemacht, ist natürlich da in der politischen Bildungsarbeit, weil das Thema immer noch zu wenig dort adressiert wird und aufgenommen wird. Und da kann man natürlich auf unterschiedlichen Ebenen agieren. Das zum einen, wie gesagt, das in die eigene Bildungsarbeit mit integrieren, zum Beispiel mit Unterstützung dann, zum Beispiel aus unserem Projekt, aus anderen Projekten, die sich in dem Themenfeld bewegen. Ja, so vor allen Dingen. Soziale Arbeit, da würde ich nochmal vielleicht verweisen auf, wir hatten in diesem Projekt Antifeminismus begegnen im letzten Jahr eine Netzwerktagung, wie wir sie jedes Jahr einmal machen. In diesem Zusammenhang hatten wir den Schwerpunkt auch auf das Thema soziale Arbeit und Bildung gelegt und die Dokumentation ist auch auf der Projektwebsite zu finden. Also da finden Sie dann auch noch mehr Anregungen vielleicht dafür, wie auch welche präventiven Ansätze es auch schon in der sozialen Arbeit gibt. Es gibt ganz viele Initiativen, die auch sehr konkret mit verschiedenen Zielgruppen dort arbeiten. Fachstelle Extremismus in Baden-Württemberg, wir sind auch in Kontakt, kann ich an der Stelle nur nochmal benennen. So, das war jetzt so dieses Themenfeld ein bisschen Prävention. Jetzt muss ich nochmal gucken. Vielleicht auch nochmal die, weil es doch eine ganze Menge Fragen jetzt gibt, die wir wahrscheinlich nicht mehr alle beantwortet bekommen. Einmal nochmal in Richtung Tini, beziehungsweise Sandra. Tini, gibt es da was aus dem Chat noch, was ich vielleicht übersehen habe oder was noch wichtig wäre? Dann bitte ich da um einen Hinweis. Nee, alles Aktuelle ist im Frage-Antwort-Tool. Wunderbar, danke. So, dann gucken wir da nochmal weiter.
Jetzt geht es wieder um verschiedene, auch sehr konkrete Fragen im Hinblick auf das Lagebild nochmal. Dann gehe ich da nochmal hin, wenn es für euch okay ist. Wurden auch Stalking-Fälle gemeldet, recherchiert, zum Beispiel. Genau, gibt es viele Meldungen, die einen Zusammenhang zum Arbeitsumfeld zulassen? Auf EU-Ebene arbeiten wir als Gewerkschaften intensiv zum Thema sexuellen Gewaltschutz am Arbeitsplatz, weswegen mich Hinweise freuen. Mit Dank und Gruß von der GEW Janina Henkes. Das nochmal zwei ganz konkrete Fragen bezogen auf das, was ihr ja aufgenommen habt. Gibt es da was zu? Zu Arbeitskontext fällt mir auf jeden Fall ein, weil es auffällig war, dass es vor allen Dingen Arbeitsfelder betrifft, die so typisch männlich konnotiert sind oder wo vor allen Dingen männliche Arbeitskulturen herrschen, beispielsweise Bundeswehr oder auch in der Wissenschaft, wenn sich Frauen zum Beispiel zu bestimmten Themen äußern, die so männlich konnotiert werden, wie zum Beispiel Krieg, also Militärexpertin in der Wissenschaft oder eben auch zu gesellschaftlich sehr, sehr aufgeheizten Themen wie beispielsweise Corona. Also da sozusagen, wir können, glaube ich, nicht in der Bandbreite oder großen Breite von Arbeitgeberinnen sprechen, aber da, wo sozusagen die Themen verhandelt werden, die gerade gesellschaftlich brisant sind oder wo Frauen eher so die Ausnahme sind im Arbeitsfeld in einer männlich geprägten Kultur, da aus den Feldern haben wir auf jeden Fall antifeministische Meldungen bekommen. Es ist ein großer Bereich. Es wird definitiv sichtbar in den Meldungen. Ist dann immer noch mal eine Frage von so Kategorisierung, aber auch viel so das Thema, also die klassischen Sachen, ne? Behinderung von Karriere, systematische Verleumdung, Belästigung, wo dann die Frage ist, ab wann, oder sexualisierte Belästigung am Arbeitsplatz, wo dann für uns die fachliche Frage sozusagen wäre, ab wann ist es Antifeminismus? Und wann eher nicht. Ja, also auf jeden Fall, also wirklich so alle Lebensbereiche, wo Menschen unterwegs sind und wo sie auch quasi persönlich betroffen sein können oder persönlich angegriffen werden können, sind in den Daten drin. Ja. Und selbst, also noch wichtiger fast, Menschen werden ja auch als Repräsentation ihrer Berufe quasi angegriffen. Also wir haben ja auch einen großen Bereich, wo Gleichstellungsbeauftragte antifeministischen Angriffen ausgesetzt werden und ihre Arbeit angegriffen wird. Beratungsstellen, Fachberatung bei Gewalt gegen Frauen, Frauenhäuser. All das trifft immer auch die MitarbeiterInnen quasi auf ihrer beruflichen Ebene. Gender Studies oder WissenschaftlerInnen, Forschung und so weiter. Also es ist auf jeden Fall sollte man es auch von der Seite angucken. Ja, vielen Dank. Es gibt noch viele Fragen, wo es jetzt etwas schwierig wird, die zu systematisieren, weil sie auf ganz unterschiedlichen Ebenen sind. Und wir haben nur noch etwas mehr als 6 Minuten, 7 Minuten. Wir müssen sehr pünktlich heute aufhören. Deswegen nochmal, wir werden nicht alle Fragen beantworten können. Aber noch im Nachklapp zum Thema auch Prävention, Sensibilisierung. Da gab es die Frage, aktive pro-feministische Männerarbeit. Da will ich jetzt nicht viel darauf eingehen, aber zum Beispiel hinweisen auf das Bundesforum Männer, wo eine ganze Reihe von auch Organisationen mit organisiert sind, die ich als pro-feministisch, nicht alle, aber die ich als pro-feministisch dann auch einschätzen würde. Und von daher, da lohnt es sich vielleicht auch nochmal auf die Website zu gehen, nochmal nachzuhaken. Ja, das ist nochmal eine Frage, die nochmal auch zu den Kategorisierungen geht. Es zeigen sich durchaus Normalisierungstendenzen hinsichtlich des Antifeminismus und antifeministischer Narrative, also Genderverbot in Bayern wie gerade und Hessen. Um nur aktuellste Beispiele zu nennen, kann man eine Grenze ziehen zwischen rechtsextremen Angriffen und in Anführungsstrichen normalen Angriffen, beispielsweise durch konservative Parteien, zum Beispiel auch hier wieder das Genderverbot, aber auch durch die vermeintliche Mitte der Gesellschaft. Und wie handhabt ihr die Meldestelle, also die Zuordnung hinsichtlich der Kategorien? Das ist eine Frage von der Analyseebene. Also
ist der Gehalt oder der Inhalt von Sachen verweist ja auf rechtsextreme Ideologie. Das wurde, da werden da Narrative verwendet, die aus solchen Kontexten entwickelt wurden sozusagen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass die Person, die das verwendet, auch rechtsextrem ist. So, das wäre dann eher eine Frage von Einstellungsforschung dann nochmal oder so. Das sind Sachen, die können wir nicht automatisch aus Vorfällen wissen. Jetzt habe ich ein bisschen so meinen Faden verloren, Judith. Ergänzt mich mal gerne. Ich würde auch nochmal, weil gerade zu geschlechtergerechter Sprache, da tobt ja wirklich ein, also es ist einfach ein regelrechter Kulturkampf, aber auch seitdem wir dieses Thema bespielen, ist es einfach immer das große Aufregerthema. Ich glaube, was für uns wichtig ist, nochmal zu verstehen, ist, das eine ist, wie konservative oder rechtsextreme Akteure oder progressive Akteure Frauenrechte, Feminismus und so weiter verhandeln. Geschlechtergerechte Sprache ist darin ein Thema. Wenn jetzt Söder leider geschlechtergerechte Sprache in Bayern verbietet und das sozusagen das ein rechtspopulistisches Thema ist, womit man auf jeden Fall Applaus kriegt. Das ist ja ein Gewinnerthema für die. Deswegen bespielen die das, dann kriegen sie Applaus von den anderen Seiten und denken, dass sie irgendwie dann der AfD irgendwie vorauseilen. Das wird ja nicht bei uns gemeldet, dass das jetzt verboten ist, sondern was dann zum Beispiel gemeldet wird, ist, dass eine Person, die beispielsweise eine Webseite aufgelegt hat, wo sie geschlechtergerechte Sprache einfach Alternativen anbietet, damit man nicht sein Duden, da ist es jetzt Gott sei Dank auch geschlechtergerecht, aber es war ja eine Zeit lang schwierig, auch Alternativen zu finden, weil wie gender ich denn gut, Ärztinnen oder eben auch nicht. Und auf dieser Webseite konnte man sich informieren dazu. Die Frau hat das ehrenamtlich über all die Jahre gesammelt und Leuten zur Verfügung gestellt. Und sie bekommt jeden Tag 5 bis 10 pornografische, hasserfüllte E-Mails und so weiter. Hier, mach doch diese Porno-Geschichte hier als gendergerechte Sprache, biete das doch auf deiner Webseite an. Also wirklich auch total dämliche Sachen bis hin zu Bedrohung, Beleidigung, Anfeindung. Eigentlich könnte man sozusagen alle ihre E-Mails als einzelne Fälle behandeln. Und das erträgt diese Person seit Jahren. Und natürlich ist mit einer gesellschaftlichen Aufregung, die jetzt über das Thema einhergeht, ist mit Sicherheit bei ihr im Postfach sozusagen die Bedrohungslage nochmal um einiges gestiegen. Und das ist das, was wir abbilden wollen. Nicht wie gesellschaftliche Debatten darum laufen und wo man da genau die Grenze zieht. Aber für uns ist interessant, was hat das für Auswirkungen auf zivilgesellschaftliche Akteure, die sich für Gleichstellung einsetzen. Und da kann man ja nur wirklich sagen, wer keinen Bock auf diese geschlechtergerechte Sprache hat, der muss ja sich die Webseite nicht angucken. Aber es gibt sehr sendungsbewusste Akteure, die sie jeden Tag damit behelligen. Und das ist einfach ein Ding, was, finde ich, nicht geht. Und das wollen wir eben damit sichtbar machen. Ja, vielen Dank, bis hierhin. Wir sind gleich am Ende, deswegen höre ich jetzt auf mit den Fragen, die wir noch in dem Tool haben. Ich wollte euch aber nochmal so die letzte Gelegenheit geben oder nochmal zu einem vielleicht Schlusswort, auch vielleicht im Hinblick darauf, was ist für euch wichtig, wenn ihr jetzt an die Weiterentwicklung der Arbeit der Meldestelle denkt, Lage und Lagebild? Was sind jetzt die wichtigen nächsten Schritte? Wo ist es, können Menschen, die die Arbeit auch gut finden, euch unterstützen oder uns insgesamt in dem Projekt? Was wären da eure Wünsche? Wo sollte es langgehen? Das vielleicht, um also nochmal positiv zu gucken. Ja, es passiert schon viel, aber es können auch viele noch mitmachen. Ja, total. Also, was, glaube ich, für uns total wichtig ist, meldet die Fälle, ob ihr selbst Zeugen davon seid oder selbst betroffen seid, meldet das, weil nur mit Stat die Deutschen sind statistikhörig, fangen sie an, überhaupt darüber nachzudenken, oh, wir haben ein Problem mit Antifeminismus. Das kann man nur abbilden und das Hellfeld möglichst, das Dunkelfeld möglichst erhellen. Also helft uns dabei, das aufzubereiten. Wir sind jederzeit ansprechbar für fachliche Debatten. Wir wollen das auch weiter operationalisieren. Wir stellen uns auch die Fragen, die ihr euch im Chat stellt, wie man Antifeminismus fassen kann, was sind die Grenzen und so weiter, warum brauchen wir die überhaupt? All diese Fragen stellen wir uns auch. Macht da einfach mit, nehmt mit uns Kontakt auf, da in die fachliche Debatte einzusteigen. Und vielleicht noch zum Schluss, das war auch eine Frage, ob man es auch Anti-Gleichstellung nennen kann und so weiter. Kann man alles machen. Ich glaube allerdings, dass auch das Wording, dass die Veränderung des Wordings nichts daran ändern würde, dass antifeministische Akteure auf dieses Thema springen und uns so wie einen Shitstorm geben, ob wir das Anti-Gleichstellungsmeldestelle genannt hätten oder sonst was, weil sozusagen das ja schon Teil des Kulturkampfes ist und deswegen müssen wir weiter unsere Wörter auch schützen, weiter dazu aufklären, in die Fachdebatte gehen, darum streiten.
um Gleichstellung und natürlich nicht den Status quo halten, sondern Gleichstellungsarbeit mutig voran entwickeln sozusagen und uns da jetzt nicht abschrecken lassen, weil ein paar Antifeministen eine andere Meinung sind. Also wir wollen mit so einem Daten natürlich nicht irgendwie Menschen entmutigen, sondern wir sind an diesen Themen dran. Wir beraten dazu ganz viel. Wir machen in unserem Verbundprojekt ganz großartige Workshops mit Dissens e.V. zusammen. Schaut mal auf die Webseite und dann genau, freuen wir uns, wenn wir euch wiedersehen. Ja, vielen Dank. Hans, möchte nicht ergänzen mehr. Alles gesagt. Herzlichen Dank jetzt für auch, dass ihr euch so intensiv der Debatte nochmal und den Fragen gestellt habt. Wie gesagt, wir konnten jetzt nicht alle dran nehmen. Jetzt ganz zum Schluss hat sich auch eine Person auch nochmal gemeldet, aber dafür ist die Zeit jetzt leider rum. Ich möchte mich bei euch bedanken, bei dem Team der Meldestelle, bei den KollegInnen nochmal ganz besonders hier für das Gebärdensprachdolmetschen. Das ist ein ja, ganz schwerer Job, weil wir tendenziell immer zu schnell sprechen und das dann zum Übersetzen ist nicht so einfach. Daran arbeiten wir. Ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie so lange dabei waren, für das Interesse an unserer Veranstaltung. Schauen Sie nochmal auf unsere Website, auf die Website, wo das Lagebild veröffentlicht ist. Da sind viele, viele Details auch nochmal zum Nachlesen. Wenn es noch Fragen gibt, wir sind im Gesamtprojekt auch gerne ansprechbar, antifeminismus@böll.de und kanalisieren dann die Fragen an die Kolleginnen auch, je nachdem, um was es geht. Also da können Sie sich auf jeden Fall hinwenden. Ja, dann als letztes nochmal die Erinnerung, es gibt noch diesen Fragebogen, da werden Sie nochmal daran erinnert per E-Mail oder gleich haben wir nochmal den Link im Chat zu die Umfrage zu dieser Veranstaltung heute. Ja, und dann bleibt mir nur noch Ihnen und euch einen schönen Abend zu wünschen. Bleiben Sie dran, auch an dem Thema. Es ist wichtiger denn je, Antifeminismus als Brückenideologie zwischen ganz rechts und vielen gesellschaftlichen konservativen, mittigen Debatten. Da ist noch viel zu wenig Sensibilität da. Wir bleiben dran, Sie hoffentlich auch, und dann sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Veranstaltung wieder. Und tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Henning, auch dir. Danke für die Moderation und Organisation auch. Gerne.